Hallo, das folgende Tagesseminar mit Vera F. Birkenbiel stammt aus dem Jahr 2007. Und wie jedes Jahr haben wir damals zusammen die Einleitung, die Einführung mit den Teilnehmern gemacht. Ja, und während der Einführung saß Vera draußen in ihrem Büromobil und hat wieder ihren kleinen Lautsprecher dabei und hat die Einführung mitgehört. Und es war Sommer, es war sehr heiß. Ja, und ich erinnere mich, ich glaube, das war das Seminar, an dem sie sich in einer der Pausen ihre Haare selber geschnitten hat. Ja. Man sieht das, ihre Fransen, sie hat da sehr stark geschwitzt und irgendwann war es ihr zu blöd und da hat sie sich kurzerhand einfach die Haare geschnitten. Ja. Man sieht das dann auch in den weiteren Teilen, dass die dann kürzer sind. Achtet ja vielleicht drauf. Ja, das waren so kleine Episoden, die man dann nur in den Pausen oder manchmal auch nach dem Seminar mitbekommen hat. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie Vera so privat war, es gibt eine Playlist, in der wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Schaut euch die Einführung an, falls ihr noch nicht so vertraut mit den Birkenbiel-Methoden seid. Es gibt da wieder einige Techniken und auch Übungen, die man mitmachen kann. Und kennenlernen kann. Ja. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Und danach mit dem Seminar mit Vera F. Birkenbiel. Viel Spaß, tschüss. Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Gossau. Wir sind zum dritten Mal hier zu Gossau mit dem Birkenbiel-Seminar. Ich wechsle jetzt gleich auf Hochdeutsch, damit die Teilnehmer aus Österreich und Deutschland mich auch verstehen und auch die Helfer aus Deutschland. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Karin Hohlenstein. Ich stehe also hinter dem Namen ProTalk. Mein Hintergrund, so ganz kurz gefasst, ist, dass ich noch in einem kleinen Teilpensum Lehrerin bin, in Herisau, in einer Nachbarsgemeinde. Wir haben zusammen drei Kinder, die sehen Sie dann nachher draußen beim Verpflegungstisch. Wir sind seit 2004 bei Frau Birkenbiel bei dem Pilottreffen jeweils dabei, also da fahren wir nach Odelzhausen und werden so in die neuesten Erkenntnisse und Methoden, die sie laufend ja neu entwickelt, eingeweiht. Und geben das auch hier in der Schweiz an Seminaren und Vorträgen unser Wissen dann wieder weiter. Gleichzeitig läuft auch seit diesem Schuljahr der Schweizer Lehrerpilot, wir haben ein paar Piloten auch hier unter uns, da treffen wir uns hier in der Schweiz und wir können dann eben wieder das Neueste an diese Lehrpersonen weitergeben. Das war so mein Hintergrund. Ja, mein Name ist Stefan Hollenstein. Wir kennen die Vera Birkenbiel seit 2001 und wir dürfen auch daher die Einführung mit Ihnen machen. Mein Hintergrund, ich arbeite an sich als Informatikleiter und nebenher mache ich diese Seminare im Auftrag meiner Frau in dem Sinn. Und ich habe auch noch eine Weiterbildung gemacht als Erwachsenenbildner, dass auch da der Background ein bisschen dazukommt. Zusätzlich. Karin macht gerade den Einstieg, gell? Ja, Sie haben eine gelbe und eine blaue Karte bei Ihrem Sitzplatz. Und da wäre Frau Birkenbiel froh, wenn wir da was notieren und das wird dann an Sie abgegeben und das wird gesammelt und ausgewertet. Bitte nehmen Sie zuerst die gelbe Karte. Die Frage, welche Frau Birkenbiel gerne beantwortet hätte, ist, was muss sich ändern, damit unsere Schule besser wird? Wenn Sie das Gefühl haben, da muss sich gar nichts ändern, die ist schon toll, dann schreiben Sie halt nichts hin. Und wenn Sie Änderungsvorschläge haben, bitte ein paar Stichworte notieren. Was muss sich ändern, damit unsere Schule besser wird? Und dann die blaue Karte, gerne. Da hätte Frau Birkenbiel gerne eine Definition, und zwar, was sind Kinder? Wie könnte man Kinder definieren? Ein paar Stichworte. Was sind Kinder? So, Sie kennen ja alle diese Zaubertricks, wo irgendjemand irgendetwas in einen Briefumschlag legt und später wird sich das bewahrheiten, was da drin steht. Wir versuchen das heute auch mal.
meine Frau schreibt jetzt gerade mal einen kurzen Text auf einen Zettel und gibt ihn dann ab und dann schauen wir, ob sich das bewahrheiten wird. Bring das schnell ab. Sie haben ihn nicht gesehen. Darf ich den Ihnen geben? Zum Aufbewahren. Gut. So, jetzt hätten wir drei Quizfragen für Sie. Sie haben in der Mappe ganz zuhinter sind ganz große Blätter. Die wurden gefaltet. A3. Bitte die nicht brauchen jetzt, weil die braucht später Frau Birkenbiel. Aber davor haben Sie noch loses A4-Papier. Wenn Sie so eins nehmen, dann können Sie da Ihre Quizfragen beantworten. Das sammelt dann übrigens niemand ein. Das machen Sie nur für sich selber. Quizfrage Nummer 1. Wenn wir annehmen, dass das Bewusstsein einer Strecke von 15 mm entspricht. Also Bewusstsein 15 mm. Welche Strecke würden Sie dann dem Unterbewusstsein zuordnen? Zweite Frage. Warum zeigt die Kompassnadel immer nach Norden? Warum zeigt die Kompassnadel immer nach Norden? Dritte Frage. Deklination. Aus welchem Bereich kommt dieser Begriff? Aus der Philosophie, Sport, Quantenphysik? Oder, wenn Sie mehr darüber wissen, was ist eine Deklination? Also das war jetzt nicht die Auswahl der Begriffe, der Bereiche, sondern Sie können irgendwas wählen. Was denken Sie, in welchem Bereich? Wohin gehört die Deklination? Das waren die drei Quizfragen, die werden sich im Laufe der Stunde auflösen. Die können Sie also mal einfach beiseite legen und dafür eine solche ABC-Liste hervornehmen. Wir werden gleich eine ABC-Liste ausfüllen. Für die, die es noch nicht kennen, ganz kurz zwei Regeln oder Tipps. Wenn ich Ihnen nachher das Thema bekannt gebe, dann wandern Sie mit den Augen einfach rauf und runter. Und bei dem Buchstaben, bei dem Ihnen etwas einfällt, zack, da schreiben Sie was hin. Sie müssen sich also nicht krampfhaft von A bis Z der Reihe nach durch bemühen, sondern gehen einfach rauf und runter und dort, wo Ihnen was einfällt, schreiben Sie was hin. Wenn Ihnen zu einem Buchstaben mehr als eine Sache in den Sinn kommt, dann schreiben Sie zwei, drei oder mehr Begriffe hin. Es darf aber auch ein Buchstabe leer bleiben. Also mehr oder leer, das ist in Ordnung. Jetzt würde ich das Thema bekannt geben. Das Thema ist Lernen. Wenn Sie also bei L zum Beispiel lebenslang hinschreiben wollen, dann käme das zu L. Wir geben Ihnen 90 Sekunden Zeit. Schreiben Sie alle Ihre Assoziationen zum Thema Lernen. Es geht los. Und stopp. So,
So, meine Damen und Herren, Sie merken, wir aktivieren langsam Ihr Gehirn. Wir wärmen Sie ein bisschen auf, auch für Vera. Ich hätte noch eine kleine Sache, wo wir uns selber mal beim Denken zusehen könnten. Ich bitte Sie, bei der folgenden Übung einfach mitzumachen, laut zu sprechen. Ich werde die Übung jetzt mal kurz erklären, wie es funktioniert. Sie werden jetzt zweimal hintereinander, alle, ich sage mal im Chor oder durcheinander, wie es auch kommt, einfach schön laut, Sie werden alle zweimal hintereinander die Monatsnamen durchsagen, und zwar mit dem Januar beginnend. Zweimal durch, bitte starten Sie. Januar. So schnell genug. Jetzt schneller vielleicht noch. Lauter? Ja, okay. Wunderbar. Sie merken, es fließt relativ gut, Sie kommen da locker durch. Das ist etwas, das Sie schon öfters gebraucht haben. Und das kann einfach jeder gut. Es gibt eine Variante, wo wir unser Hirn ein bisschen mehr spüren. Wir werden dasselbe nochmal machen, auch zweimal hintereinander, auch schön laut. Nur dieses Mal werden wir es Rütto machen, vom September beginnend. Machen Sie auch wieder schön laut und flüssig. Einmal. Ich sehe schon, wie die Leute sich konzentrieren, aber das ist die Rümpfe richtig zu stieren. Okay, also ich sehe so zwei Sachen. Sie waren vorher so ein bisschen was für eine einfache Übung, locker runter. Jetzt waren die Gesichter ein bisschen angestrengter. Die Lautstärke war etwa gleich, tatsächlich. Das ist ja auch etwas, die Monatsnamen Rütur, die können wir so einigermaßen. Also das können wir so ein bisschen rekonstruieren. Das schaffen wir gerade noch, weil wir müssen uns ja öfters fragen, was war vor dem Oktober, der September. Das läuft ein bisschen. Jetzt werden wir unser Hirn definitiv spüren. Wir werden die Übung nochmal machen, auch zweimal durch. Nur, auch wieder schön laut bitte, nur dieses Mal die Monatsnamen bitte alphabetisch. Schön laut wie... Ja, zum Wohl. Gut. Ich will Sie damit nicht zu sehr quälen. Ich denke, das haben die wenigsten von uns je gebraucht. Wenn wir es je mal gebraucht hätten, hätten wir wahrscheinlich Excel genommen und hätten das sortieren lassen. Aber das brauchen wir normalerweise nicht. Und da spüren wir unser Gehirn ganz stark. Wir kommen da auch nochmal zurück, was der Effekt davon ist. Aber Sie haben jetzt gespürt, was Sie noch nie gebraucht haben, das müssen Sie zuerst konstruieren und dann können Sie es nachher wieder verwenden. Hier haben wir zum Glück die Wahl, ob wir die Monatsnamen kennen müssen, alphabetisch. Hier können wir zum Glück entscheiden, da haben wir die Wahl. Die freie Wahl, nein, wir brauchen die Monatsnamen nie alphabetisch, müssen wir nicht lernen. Glück gehabt. Ich möchte Ihnen ganz kurz etwas zur Intelligenz sagen, und zwar was ein gewisser Herr Perkins gesagt hat, das ist ein Harvard-Professor. Perkins sagt, dass wir die Intelligenz eigentlich in drei Bereiche einteilen müssten. Und der erste Bereich, das wäre, ob ich neuronal langsam oder neuronal schnell bin. Also, ob ich eher ein Schnell- oder ein Langsamdenker bin, das haben Sie vielleicht gespürt jetzt bei den Monatsnamen alphabetisch, weil wenn ich das jetzt als ganz neu konstruieren muss, nur dann merke ich, ob ich neuronal langsam oder neuronal schnell bin, nur bei Neuem. Also das ist dann da, wie schnell die Synapsen und so weiter, wie schnell das da feuert. Das ist angeboren, das ist also vererbt, da kann niemand was dafür. Ich erlebe immer wieder Erwachsene, vor allem bei mir in den Kursen, die eben neuronal langsam sind und die dann aufgrund ihrer Schulkarriere quasi auf dem Weg mitbekommen hast, du bist dumm.
Dabei sind sie eben einfach nur neuronal langsam gewesen. Das hat also nichts mit der Intelligenz zu tun, sondern nur mit dieser Geschwindigkeit. Und wie gesagt, die ist angeboren, da kann ich nichts dafür. Ich kann aber mit Training das quasi wettmachen. Also das haben Sie alle jetzt gespürt bei Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Da sind wir alle etwa gleich schnell. Da ist also auch ein Neuronal langsamer durch das Training so schnell geworden wie ein anderer auch. Also durch das Training kann ich das wieder ausgleichen. Der zweite Bereich ist das Wissensnetz. Frau Birkenbiel erzählt ja immer vom Wissensnetz. Und ich kann selber bestimmen, wir haben die Wahl, was will ich da noch dazu reinhängen, in welchen Bereichen will ich fit sein, kann also mein Wissensnetz selber vergrößern. Und der dritte Bereich, das sind dann die Strategien. Wenn Sie die Doppelcheckliste von Frau Birkenbiel kennen, dann haben Sie ganz viele Strategien, Methoden und da können Sie auswählen. Wenn ich also gehirngerechte Methoden kenne, dann kann ich besser lernen. Ich habe aber auch das Wissen über die Methode. Aha, ich kann nicht einfach nur zum Beispiel nicht Sprachen lernen, ich bin dafür zu blöd, sondern vielleicht ist ja das nicht die richtige Methode für mich. Was gibt es da auch noch? Also mit der richtigen Methode kann ich dann auch eben mein Wissensnetz effizienter vergrößern, einfacher lernen, mit Lust lernen. Das sind die drei Bereiche, die Perkins sagt, die eben für die Intelligenz gelten. Einige Techniken von Frau Birkenbiel hängen an diesen ABC-Listen, an diesen Listen, die wir ja bereits eine ausgefüllt haben. Vielleicht kurz noch, woher kommt diese ABC-Listen-Thematik? Wer von Ihnen kennt Stadt, Land, Fluss oder das Geografiespiel nicht? Haben alle schon einmal gespielt? Das Stadt-Land-Fluss-Spiel spielt man normalerweise horizontal durch, also man sucht sich einen Buchstaben und Themen dazu und dann arbeitet man sich horizontal durch. Also eine Stadt mit N, ein Land mit N, ein Fluss mit N. Frau Birkenbiel nimmt dann auch oft das Thema Quantenphysik, ein Neuron würde hier wahrscheinlich gut passen. Und hinten gibt es Punkte, ganz selbstverständlich wie gehabt, da arbeitet man sich drunter und das kennen die meisten von uns. Frau Birkenbiel hat in den USA festgestellt, dass sehr viel bei den Amerikanern in Listen gehalten wird. Und sie hat eigentlich dieses Stadt-Land-Fluss, diese Geografie, hat sie umgebaut in eine vertikale Liste. Man spielt also ABC-Listen nicht horizontal, sondern vertikal, nur zu einem Thema, aber dafür zum kompletten Alphabet. Nun, damit wir ABC-Listen, ich sage mal, effizienter ausfüllen können, schneller, damit wir unseren Geist etwas besser fördern können. Karin hat vorhin schon einige Beispiele gesagt. Also wir Schweizer tendieren ja vielleicht ein bisschen dazu, so eine Liste mit A zu beginnen und beim B weiterzumachen und die schön von oben nach unten auszufüllen. Also wichtig ist, man füllt da ein, wo einem ein Buchstabe passt, wo einem etwas in den Sinn kommt. Wir haben dann auch Schwierigkeiten, etwas leer zu lassen. Also ABC-Listen, da dürfen Zeilen leer bleiben. Man darf auch mehrere Begriffe reinschreiben. Da haben wir irgendwie auch, wir haben eine Lösung und damit ist das erledigt. Wir dürfen mehrere Lösungen reinschreiben. Was auch noch ein Hilfsmittel ist, sind diese sogenannten lateralen Arabesken. Ich erkläre den Begriff jetzt nicht. Frau Birkenbiel erklärt ihm vielleicht noch, der Witz an der lateralen Arabeske ist, dass ich kategorisiere. Also wenn ich eine Liste zum Beispiel von Tieren mache, dann, wenn mir kein Tier mehr in den Sinn kommt, denke ich zum Beispiel mal an Bauernhof, dann gehe ich Bauernhof durch, Ziege, Kuh, ein Hund hat es da, Hühner. Wenn mir da der Stoff ausgeht, gehe ich vielleicht weiter zu den Haustieren, zu den Katzen, Hamstern und so weiter. Und wenn mir die auch ausgehen, kann ich vielleicht mal Säugetiere abgrasen oder Tiere aus Afrika. Also ich kategorisiere so, das übt mich auch im Kategorisieren und das gibt mir wieder den Schwung weiterzumachen in einer ABC-Liste. Und der vierte Punkt, die vierte Regel ist, sammeln Sie Ihre ABC-Listen. Es hat da ganz viele Techniken dahinter, bei denen Sie ABC-Listen, die Sie schon einmal erstellt haben, wiederverwenden können.
Gut, ich würde Sie einladen, mit diesen vier Tricks, Sie haben noch eine zweite leere ABC-Liste drin, mit diesen vier Tricks noch einmal eine ABC-Liste zu machen. Das ist etwas, das man gerne öfters tun kann. Es ist so etwas Zentrales, dass wir es drum nochmal machen. Ich gebe Ihnen wieder die 90 Sekunden von vorhin. Okay. Alle bereit? Schreiber gespitzt. Ich muss noch Start drücken. Okay. Das Thema für diese ABC-Liste ist Lernen. Wie? Wie? Ah, das war doch gerade. Warten Sie mal einen Moment, das war doch gerade. Herr Huber, können Sie bitte mal den Briefumschlag öffnen? Und vielleicht vorlesen, was da draufsteht? Die Leute werden sagen, das hatten wir schon. Ja, die Leute werden sagen, das hatten wir schon. Das haben wir doch gerade gehabt. Gut, was macht uns glauben, dass wir mit einer ABC-Liste da schon irgendetwas bewirkt haben? Das funktioniert nicht. ABC-Listen sind ein Training. Wir gehen nochmal zurück, damit Sie das nachvollziehen können. Wenn Sie sich das Stadt-Land-Fluss oder das Geografiespiel vorstellen und Sie stellen sich jetzt vor, wir würden das ein, zwei Stunden spielen in Gruppen, dann geben Sie mir sicher recht, dass Sie dann immer besser werden würden. Ganz automatisch. Und zwar, ich kann Ihnen da eine Metapher von Frau Birkenbiel anbieten. Stellen Sie sich vor, dass unser ganzes Wissen irgendwo in den Katakomben, so quasi in Kisten und Kästen und Truhen und Schubladen, ruht. Wenn wir jetzt ein Thema einmal spielen, dann bleiben diese Kisten und Schubladen zu. Da hat es quasi Mitarbeiter, die die zuhalten. Die müssen die auch zuhalten, das ist deren Aufgabe, weil wenn die Kisten dauernd alle offen wären, dann würden wir vor lauter Fakten und Wissen und Ideen würden wir da völlig untergehen. Also ihre Aufgabe ist es, das zuzuhalten. Wenn wir also jetzt etwas nur einmal spielen, dann bleiben diese Kisten zu und nur unser Oberflächenwissen, also nur das gerade so zu oberst ist, das kommt dann raus. Also das ist dann halt bei R die Rose, wenn Sie Stadt am Fluss spielen zum Beispiel. Also da kommt nur das Oberflächenwissen daher. Wenn wir weiter spielen, dann beginnen diese Mitarbeiter mal ein paar Schubladen aufzumachen. Und wenn wir dann immer noch weiter am Ball bleiben und uns mit dem bisschen, was vorher kam, nicht gleich zufrieden geben und sagen, ja, da fällt mir nichts mehr ein, sondern weitermachen, dann müssen die Mitarbeiter mehr herausrücken. Also sie geben immer mehr Wissen daraus. Wir müssen das aber immer mehrmals anfordern. Also einmal ist kein Mal, auch zwei- oder dreimal nicht, sondern mehrmals. Und dann werden die, dann kommen die, unser Wissen, das quasi das innere Archiv, das floatet dann da nach oben und wir können das abrufen. Dem Effekt, der da passiert, wenn ich eben ein Stadt-Land-Fluss-Spiel spiele, diesem Effekt, dass da immer mehr nach oben kommt, sagt Frau Birkenbiel, das ist der Stadt-Land-Fluss-Effekt. Der lässt sich gar nicht verhindern, wenn Sie weiterspielen und nicht aufgeben. Das passiert einfach. Das passiert ganz von alleine. Wir müssen also am Ball bleiben, ABC-Listen weitermachen und nicht gleich nach der ersten aufhören. Sie haben es da auch noch gesehen, gelesen, wenn wir 15 mm Bewusstsein haben, dann sind es 11 Kilometer Unterbewusstes. Und es ist nicht so, dass unser Bewusstsein so wahnsinnig klein ist, sondern gerade umgekehrt, unser Unbewusstes ist immens groß. Unterschätzen Sie das nicht, nutzen Sie das aus, da
die Katakomben, die Schubladen müssen wir selber offen halten, wir müssen trainieren. Jetzt, weil ja die Schubladen nur offen bleiben, wenn ich trainiere, heißt das also, die Mitarbeiter machen dann irgendwann die Schubladen wieder zu, wenn ich es nicht mehr abrufe. Übers Wochenende also zum Beispiel, das fängt ja dann schon so am Freitagnachmittag an, wenn ich schon langsam abschalte und mich damit im Wochenende befasse, gebe bis Montagmorgen, dann kann es unter Umständen einen halben Tag dauern, bis Sie die Schubladen wieder offen kriegen. Also am Montag, da habe ich wieder eine längere Phase, wo ich da wieder die Schubladen quasi öffnen muss. Wenn Sie 3 Wochen in den Urlaub fahren, dann kann es unter Umständen sein, dass Sie eine ganze Woche brauchen, um die Schubladen wieder zu öffnen, weil Sie haben verschiedene bestimmte Gedankengänge nicht mehr gedacht, Sie haben bestimmte Formulare eine Weile nicht ausgefüllt, also das dauert dann eine Weile, haben Sie sicher alle schon ein bisschen so erlebt. Man kann hier dann von der Urlaubsblödheit sprechen. Oder Montagsproduktion, das kennen Sie ja sicher auch. Das hat mit dem zu tun. Gut, und weil wir das jetzt wissen, dass einmal keinmal ist, bitte ich Sie jetzt noch einmal ein ABC zum Thema Lernen. Sie haben wieder die 90 Sekunden. Sie haben auch ein zweites Blatt. Gut, stopp. So, Sie sehen, das war jetzt erst die zweite Liste, auch damit wäre es jetzt nicht zu Ende. Sie brauchen etwa 10, 20 Listen. Wenn man mehrere Listen zu einem Thema macht, ist es noch sinnvoll, wenn man die durchnummeriert. Weil dann sieht man auch die Entwicklung, die man gemacht hat, kann man das nachher nachvollziehen. Und übrigens, das mit diesen 90 Sekunden, das kann so sein, das muss aber nicht. Wenn Sie jetzt morgen, übermorgen immer wieder eine Liste, eine ABC-Liste zum Thema Lernen machen würden und Sie brauchen immer die 90 Sekunden, dann macht es das einfach vergleichbar. Oder? Weil dann hatten Sie immer dieselbe Zeitlimite. Man kann aber auch ABC-Listen ohne diese Zeitlimite machen, mache ich viel in der Schule so mit den Schülern. Die haben dann einfach wirklich mehr Zeit auch. Man kann auch eine große Liste im Schulzimmer aufhängen und man schreibt da immer wieder was rein, wenn man da gerade mal vorbeiläuft oder einem wieder irgendetwas in den Sinn kommt, dann hängt die ABC-Liste vielleicht über längere Zeit, über Tage oder Wochen sogar da. Und man trägt immer wieder ein. Also das kann man ganz verschieden handhaben. Bitte nicht denken nur so, sondern da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die man einfach der Situation anpassen sollte. Sie dürfen jetzt Ihre Liste mit Ihrem Sitznachbarn vergleichen. Bitte vergleichen Sie und ergänzen Sie Ihre eigene Liste gleich, das, was der andere hatte, und Sie nicht gleich dann auch dazu eintragen. Was Sie jetzt gerade gemacht haben, das Vergleichen der Listen, das ist deshalb so spannend, weil es ein Neuromechanismus unseres Gehirns ist. Das Gehirn vergleicht den ganzen Tag. Also Sie sehen irgendetwas und das Gehirn denkt sofort, kenne ich das nicht, ist das eventuell gefährlich und so weiter. Also das passiert ganz schnell und unbewusst ab. Und weil das Gehirn so funktioniert, ist eben auch das Vergleichen, das Sie jetzt gemacht haben, gehirngerecht. Sie nutzen diesen Neuromechanismus aus. Also meine Schüler in der Klasse, die vergleichen ihre Listen dauernd untereinander. Das ist dann auch ein Geben und ein Nehmen und ein unbewusstes Lernen, wie beim Stadt-Land-Fluss-Spiel, ganz automatisch nebenbei. Das ist jetzt nur so die oberste Schicht, was Sie mit ABC-Listen anstellen können. Also wenn Sie da noch nicht viel drüber wissen, es gibt noch
kategorisieren, es gibt hierarchisieren und so weiter, ABC-Knickspiel. Das ist also nie, das war jetzt nur so die Grundlage. Und alle die Methoden, also nicht nur die ABC-Listen, sondern das, was ich bei Perkins bei 3 mit der Doppelcheckliste, also wo die ganze Methodenvielfalt, die ganze Trickkiste von Vera F. Birkenbiel drin ist, das ist im Buch trotzdem Lehren, sind da alle Methoden genau beschrieben und was man eben da genau noch damit anstellen kann und warum sie funktionieren, welche anderen Neuromechanismen da eben auch noch mit im Spiel sind. Ein weiterer Neuromechanismus, ein weiterer Automatismus, der vom Hirn unterstützt wird, Fragen. Wenn unser Gehirn mit einer Frage konfrontiert wird, probieren wir diese zu beantworten. Fragen öffnen den Geist, wie es so schön heißt. Wir haben am Anfang auch 3 Quizfragen gestellt. Wir haben die erste schon beantwortet. Und die Idee hinter solchen Quizfragen ist, dass sich Ihr Geist schon mal dahin ausrichtet, wo es ungefähr hingehen könnte. Das ist so ein kleiner Kniff in dem Sinn. Frau Birkenbiel, Vera F. Birkenbiel macht dies seit Jahren in ihren Seminaren. Sie ist irgendwann mal draufgekommen, warum es so gut funktioniert. Die Hirnforschung ist ja auch weitergekommen und hat festgestellt, dass das wirklich ein Vorteil ist, wenn voraus Fragen gestellt werden. Eine Frage habe ich Ihnen beantwortet, die anderen 2 Fragen werde ich Ihnen noch beantworten. Und zwar ein Blick aufs Lernen. Das Lernen findet sehr oft absolut statt. Absolut heißt, dass man beim Lernen absolute Informationen erhält. Also, was passiert mit einer Aussage, die heißt, ein Elefant hat 4 Beine? Gibt es noch Fragen dazu? Wahrscheinlich nicht. Also auch Formulierungen können den Geist öffnen oder schließen. Das war eher schließend. Wenn ich hingegen sage, ein Elefant hat normalerweise 4 Beine, ein Elefant hat meistens 4 Beine, ein Elefant hat oft 4 Beine. Ich denke, da gehen so Bilder ab, ganz automatisch, die sich überlegen, unter welchen Umständen hätte ein Elefant tatsächlich nur 3 oder 4 Beine oder 5 Beine oder noch mehr Beine. Das öffnet den Geist, also auch harte Aussagen in dem Sinn können den Geist verschließen. Vera F. Birkenbiel unterstützt gegenüber dem absoluten Lernen, wir haben ja das assoziative Lernen. Ich habe das hier mal kurz als Gedankenstütze aufgezeichnet, passt fast drauf, perfekt. Absolute Aussagen sind autoritär, wollen belehren, schließen tendenziell den Geist. Alan J. Langer von der Harvard University hat diese harten und weichen Formulierungen untersucht und hat auch festgestellt, dass dies Fakten sind, die vom Hirn auch so unterstützt werden. Und absolute Informationen sind schlussendlich einfach tote Informationen. 4 Beine, fertig. Demgegenüber, assoziatives Lernen wird oft autonom sein. Es ist ein Lernen lassen und kein Belehren wollen, das ist direkt das Gegenteil. Ein assoziatives Teil war auch diese ABC-Liste, also gerade in der ABC-Liste sehen wir, dass wir was lernen durch Assoziationen. Es ist eine Aktivität, eine aktive Sache, wie man assoziativ lernt und es tauchen auch neue Ideen auf und schlussendlich, anstatt dass ich tote Informationen habe, es sind Varianten möglich, ich habe die Wahl, ich kann vom Standard abweichen und ich habe die Wahl, darüber nachzudenken, wie es auch noch sein könnte. Ich habe Ihnen ein absolutes Beispiel mitgebracht, sonst ist es zu theoretisch. Ich habe hier tatsächlich ein Muster aus der Sekundarstufe 1, aus dieser Stufe. Ich lese den markierten Satz kurz vor. Der Kompass zeigt immer Norden an. Das war vorhin auch eine Frage, die Ihnen meine Frau gestellt hat. Der Kompass zeigt immer Norden an. Es gibt auch Foren, in denen diese Frage gestellt wird. Warum zeigt die Nadel eines Kompasses immer nach Norden? Immer nach Norden. Wenn Sie solche Fragen stellen, bekommen Sie auch solche Antworten, die natürlich absolut korrekt sind. Die Nadel eines Kompasses zeigt deswegen immer nach Norden, weil, und dann kommt etwas von Erdmagnetfeldern, sie richtet sich immer entlang der magnetischen Feldlinien, da diese immer genau von Nord nach Süd verlaufen und so weiter.
Das lässt keinen weiteren Raum. Wie würde es auf Sie wirken, wenn ich Ihnen die Frage oder die Aussage geben würde, der Kompass zeigt im Allgemeinen nach Norden? Wenn man dem ein bisschen nachgeht, wenn man die Wahl hat zu sagen, okay, da ist was dahinter, da will ich was dazu wissen, dann stelle ich nämlich fest, dass wenn ich zwischen dem magnetischen Pol stehe und dem geografischen Pol, dann ist die Abweichung des Kompasses 180 Grad, also er zeigt einfach in die andere Richtung. Ich werde den geografischen Nordpol also nie finden. Und da kann man schon einiges dran aufhängen, ich sage jetzt mal als Schulstoff auch. Der geografische Nordpol und der magnetische Nordpol, die liegen circa 1000 Kilometer auseinander. Ich sage deshalb circa, es könnte ja jetzt wieder sein, dass ich sage, liegt 1000 Kilometer auseinander. Die Pole, der magnetische Pol wandert, man hat hier auch ein Bild davon, er wandert relativ viel, einige Kilometer pro Jahr und so ungefähr alle 250.000 Jahre dreht die Magnetisierung der Erde komplett um. Der Norden und der Süden drehen komplett um. Das dauert jeweils etwa 11.000 Jahre, dann ist das wieder stabil. Noch so als Tipp, das letzte Mal, dass es gedreht hat, das war vor 750.000 Jahren, hat man festgestellt, eigentlich wäre das wieder mal fällig, aber das ist ja relativ langwierig, diese Umstellung, und wir werden sie wahrscheinlich nicht so rasch erleben. Aber man sieht doch, 2050 wird es doch schon wesentlich weiter hinten sein. Jetzt könnte das Thema hier schon fertig sein. Ich habe noch eine weitere Variante. Wann zeigt der Kompass nicht nach Norden? Es gibt in Schweden eine Mine in Kiruna. Da wird qualitativ hochwertiger Magnetit abgebaut. Da gibt es so Stellen, wenn Sie da mit dem Kompass hinstehen, zeigt die Nadel auch komplett auf die andere Seite. Also mit anderen Worten, wenn Sie von hier weg mit dem Kompass Richtung Norden laufen, werden Sie den Nordpol ungefähr, den geografischen Nordpol ungefähr um 1000 Kilometer verfehlen. Und darüber hinaus werden Sie nicht mal den kürzesten Weg finden, weil es überall Magnetfelder auf der Erde hat, weil diese Magnetlinien nicht so gerade sind, wie das vorher gerade beschrieben worden war. Das hat Schwankungen drin. Also wenn wir vergleichen, der Kompass zeigt immer nach Norden, dann ist das definitiv nicht mal die halbe Wahrheit. Meine Tochter hat das so gelernt. Und nach ihr ist jetzt ganz klar, der Kompass zeigt nach Norden und jetzt die Varianten bringe ich ihr am Sonntag dann bei. Gut, was wir da haben, ist die Wahl, eine gewisse Kontingenz, die wir haben. Eine geschlossene Aussage gibt keine Wahl, eine offene Aussage gibt Möglichkeiten. Frau Birkenbiel, ist das relativ wichtig, die Wahl haben. Ich habe es vorhin auch erwähnt bei den Monatsnamen. Wir haben die Wahl, ob wir das lernen wollen, die Monatsnamen alphabetisch. Wenn wir das nicht wollen, lernen wir das nicht. Wir können zum Beispiel, wenn wir Lehrer sind, Lehrpersonen sind, können wir zum Beispiel sagen, okay, von diesen 7 Aufgaben wählt euch 5 Aufgaben aus und löst diese 5. Dann haben Sie die Wahl, eine kleine Auswahl, die schon stark motiviert, die ein bisschen Freiheit gibt und ein bisschen Entscheidungsraum lässt. Wenn man das Fernsehprogramm anschaut, wie ärgere ich mich doch, wenn ich da und Fernsehsendungen sehe und die Interviews nicht in der Originalsprache laufen? Warum nicht den zweiten Kanal mit der Originalsprache bei den Nachrichten, damit man die Interviews wirklich live hört, wirklich vom George Bush himself, weil die Übersetzung ist ja dann auch schon wieder ein bisschen manipuliert. Warum nicht bei Poolbillard auf dem einen Kanal die Profi-Version laufen lassen, also diese Aussagen, die ich immer noch nicht verstehe als Laie, wo aber der Profi rauskommt, der das versteht, der damit was anfangen kann, und auf dem zweiten Kanal die Grundinformationen, damit auch ich als Einsteiger so ein bisschen verstehe, worum es hier überhaupt geht und warum jetzt diese Kugel wieder in die Mitte gestellt wird, obwohl sie doch gerade im Loch gewesen ist. Das weiß ich bis heute nicht, weil die Informationen sind viel zu weit oben, auf einem viel zu hohen Level. Warum nicht 2 Kanäle, warum die nicht ausnutzen? Dann hätte ich die Wahl. Ich habe vorher zum Einstieg eine dritte Frage gestellt, und die war, was ist eine Deklination?
Wer, darf ich mal rumfragen, so mit Handzeichen, wer hat von der Ausrichtung her bei der Deklination auf Astronomie getippt? Astronomie, okay. Wer hat auf Grammatik getippt? Okay. Wer hat auf Geografie getippt? Okay, hat es andere Beispiele gegeben, können die mal aufhalten, die auf andere Ideen gekommen sind? Hat es Leute gegeben, hat es Teilnehmer gegeben, die mehrere Bereiche eingezeichnet haben? Also anstatt mehrere Bereiche gab es da, okay. Der Punkt ist ja der, ich könnte jetzt sagen, Deklination. Bei der Deklination handelt es sich um die Abweichung des geografischen zum magnetischen Nordpol. Das wäre wiederum nur die halbe Wahrheit. Jetzt wissen Sie auch noch, wie die Differenz heißt. Weil die Deklination ist dreigeteilt, die gibt es auch in der Grammatik. Da sagt sie, da ist ja eine Regel zur Reflexion, zur Flexion von Substantiven und gleichzeitig in der Astronomie, da teilt sie unser Himmelszelt ein, in Himmelslinien. Also auch hier die Wahl, nicht nur sagen, was genau heißt Deklination, was ist genau die eine Antwort, sondern was sind die Antworten? Was können die Antworten sein? Gibt es weitere Antworten? Gut, das wäre der Einstieg gewesen. Das sind Themen, die mit Vera F. Birkenbiel auch vereinbart wurden. So. Das soll Ihnen ein bisschen die Grundlagen verschaffen und ich hoffe, das konnten wir gut machen. Ich hoffe, sie war zufrieden. Sie ist übrigens draußen in ihrem Büromobil online dran. Sie hat auch einen kleinen Lautsprecher und ich sehe, dass das wirklich noch stabil steht. Also sie rüttelt schon nicht an der Türe. Und ich freue mich, dass sie bald kommt. Ich habe nur noch kurz ein paar kleine organisatorische Sachen. Und zwar haben Sie zur Erinnerung einfach nochmal... Ja, und wir werden halt da draußen auch spätestens fünf Minuten, bevor die Pause fertig ist, würden wir da wirklich auch Kasse zu, weil sonst haben wir nachher das Problem. Also bitte ich Sie um Verständnis, wenn die dann irgendwann sagen, so, jetzt ist Schluss, jetzt gibt es keinen Kaffee mehr. Leider gibt es nicht überall Kontingenz, wie wir feststellen. In großen Gruppen braucht es ein bisschen Absolutismus. Und wenn ich gerade so das Beispiel von gestern mit der Autobahn, ich bin mit Vera F. Birkenbiel hierher gefahren und bei der Ausfahrt habe ich gesagt, ja, das wäre dann die nächste Ausfahrt. Und dann hat sie gesagt, ja, ist sie das nun oder ist sie das nicht? Also es gibt wirklich Fälle, wo man klare Aussagen machen muss. Da darf es keine Kontingenz geben. Ja. Sie haben also draußen keine Wahl bei der Zeit, aber Sie können immerhin zwischen 4 verschiedenen belegten Broten auswählen. Also da haben Sie Kontingenz. Machen wir pünktlich um 13 Uhr wieder hier weiter. Vielen Dank.